Guten Tag und herzlich willkommen zum mittlerweile 23. Part von Super Mario Odyssey. Ja, ich ziehe das wirklich durch. So, zum Anfang eine kurze Erklärung für alle, die es interessiert. Ich hab's nicht mitbekommen, dass ich schon den 22. Part aufgenommen habe. Das heißt, die Daten werden ziemlich unterschiedlich sein bei den Monden, also die wir einsammeln. Nur falls sich einer wundert. Ich hatte in letzter Zeit nicht wirklich Zeit, aber jetzt. Jetzt habe ich genug Zeit. Danke, Corona. Ja, ich habe einen alten Account geladen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall genug Monde. Wir brauchten ja insgesamt 500 Monde, um zu einer neuen Welt reisen zu können. Jetzt haben wir 674 sogar. Krass. Wusste nicht, dass ich so viel gespielt habe. Früher. Das heißt früher, halt vor ein paar Jahren, als das Spiel rausgekommen ist. Ja. Wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall noch durchziehen. Das Let's Play, ich will das unbedingt fertig haben. Das wäre ja komisch, wenn ich einfach ein Let's Play mittendrin beende, beziehungsweise kurz vorm Schluss. Ja, wo es jetzt hingeht? Zur stockfinsteren Seite. Hat man ja eben auch schon auf der Karte gesehen. Zum Hop- oder Top-Krater. Und ja, ich kenne das tatsächlich schon. Hab's aber noch nicht bestritten hier. Und zwar ist das eine Challenge für Superplayer sozusagen. Also eine sehr schwere Challenge, die man zum Ende des Spiels nochmal abschließen kann. Also quasi eine Challenge, die dann alle verfügbaren Elemente bzw. Vorgestellten Elemente zusammen manscht, die man dann benutzen muss, um diese letzte Welt hinzubekommen. Quasi sowas wie bei Super Mario Galaxy 2, die Champion Galaxie oder wie sie hieß. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall wie eine klassische Champions Road. Gab es ja zum Beispiel auch in Super Mario 3D World. Ob ich das auch nochmal spiele? Hat eigentlich ziemlich Bock gemacht, das Game. Aber jetzt schauen wir erstmal. Was gibt's denn hier? Ich sehe schon, was zu tun ist. Wir müssen hier die Goombas stacken, damit wir dieses Teil besiegen können. Beziehungsweise müssen wir es überhaupt besiegen? Müssen wir nicht, oder? Naja, ich glaube, ich mach's mal lieber trotzdem. Ist ziemlich dämlich designt eigentlich auch, ne? Aber man kann ja eigentlich einfach, wenn man genug wartet oder halt zum richtigen Zeitpunkt hier steht. Kann man... Oh. Ich weiß absolut... Ich kenne diese Steuerung nicht mehr. Oh, Kacke. Na, Blamage hoch 10. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das vernünftig hier hinbekomme. Es kann auch sein, dass ich die Challenge abbrechen muss, also ganz ehrlich. Aber krepieren wäre jetzt nicht so geil. So. Was genau ist jetzt passiert? Oh Mann, ey, das kann's doch nicht sein. So, geht doch.
ist denn jetzt? Also da muss schon irgendeine gute Belohnung auf einen warten, wenn er also mit so viel Aufwand verbunden ist. So. Machen wir den mal kurz kaputt. Oh, wir kriegen so ein Herz. Also so ein Kronenherz. Das hat sich dann natürlich wirklich gelohnt. Naja, mal schauen. Vielleicht ist es ja auch voll einfach und ich hätte es gar nicht benötigt. Oh, Kacke. Ja, gut. Ja, gut. Kriege ich hin. Wäre natürlich nicht so geil, hier zu failen, weil gerade ist es noch echt machbar. Ja gut, die Kamera war zwar gerade blöd, aber es war auch meine Schuld. So. Gibt's eigentlich bisher nichts zu meckern? So. Let's go. Was ist das denn Krankes? Ich kann diese Steuerung gar nicht mehr. Oh mein Gott. Okay. War einigermaßen okay. Und wir kriegen hier sogar ein Herz. Sehr großzügig, muss ich sagen. Also eine richtige Champions Road ist es bisher nicht wirklich. Weil man bei den Champion Roads immer... oh, das war knapp. Eigentlich immer eine extrem schwere Herausforderung hatte, was hier halt nicht der Fall ist. Aber trotzdem kriege ich es nicht hin. Sprinten. Ich kann sprinten. Ah, okay. Dann kann ich logischerweise auch weiter springen, ne? Ja, okay. Diese Tomate kann man sich dann dazu nehmen, um quasi eine kleine Hilfe zu haben, oder wie sieht's aus? Ja, anscheinend. Aber wir kriegen es auch so hin. So mit einem kleinen Hit, aber stört ja auch nicht weiter. So. Boah, diese Dinger. Was? Warum? Okay. Jetzt wollt's mich passieren lassen. Wunderbar, sehr großzügig. Alles klar. Nicht so geil, muss ich sagen. Aber ich hab's geschafft. Okay, schön. Die Viecher, die dann den Weg versperrt haben. Oh. Können sehr böse sein. Das ist anscheinend Eiswasser, in dem wir nicht so lang bleiben sollten. Dann warten wir mal kurz. Ist natürlich jetzt auch nicht toll gerade, ne? Mit den Fuzzies. Aber ich glaube, wir können dann jetzt einfach drüber schwimmen, oder? Oh. Alles klar. Kriegt anscheinend ziemlich schnell Damage. Oder halt, wenn man so lange drin bleibt. Schnell Damage. Okay. Ist auch mal machbar bisher. Bis jetzt. Oh, das war knapp. Ah, das ist klar. Muss man einfach gut timen.
Das ist echt extrem machbar, das Ding. So, das hier kennen wir auch. Das haben wir auch ganz gut gemeistert, glaube ich, in dieser Gartengalaxie. Ja, was heißt Galaxie? Halt Gartenwelt, ne? Ganz cool fand auch diese Welt. Oh, und hier spielt sogar die Musik. Was ist denn hier? Oh, hier können wir eine Frage beantworten, oder was? Hallo? Will er nicht? Ach, nur Mario oder was? Sorry, bin ich zu blöd dafür oder? Oder hier hinstellen? Irgendwas war da doch. Nee, ich kapiere es nicht. Sorry, Leute. Vielleicht müssen wir auch einfach hier drauf. Nee. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan. Bin anscheinend zu blöd. Irgendwie kann man... Mit dem Reden bin ich mir ziemlich sicher, aber... Was, woran das jetzt da liegt, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch nicht zu lange dran rumsitzen. Oh, was? Ach so, ich muss gedrückt halten. Okay. Dumm. Hä? Doch nicht? Ach so. Ich dachte, ich müsste oben hin. Ist anscheinend so ein Cappy-Dingen. Nein. Was? Hör auf, in die Lava zu rennen, Mario. Ganz ehrlich. Alles klar. Ich denke nicht, dass es so schwierig ist, aber ich bin halt einfach wieder zu blöd. Man muss genau auf die Dinger schauen und halt, wenn es geht, muss man halt nach oben. Wenn es nicht geht... Okay. Oh, jetzt zum Beispiel. Oh, oh, beeil dich, Mario. Alles klar. Wie ich schon wieder low bin, ne? Es kann nicht sein. Da hätte ich fast verkackt. Weil ich nach unten gedrückt habe, also weil ich nach vorne gedrückt habe. Wobei, es war gar nicht mal so schlecht. So können wir den ganzen Viechern aus dem Weg gehen. Kriegen dadurch auch keinen Hit. Alles klar. Dafür müssen wir natürlich auch jetzt alles hitten. Ich weiß nicht, ob das oben schwieriger ist, herzugehen. Aber ich gehe einfach mal hier unten lang, weil da werden nicht ohne Grund diese Goldringe sein. Wird schon schwieriger sein, denke ich mal. Und wir müssen eigentlich jetzt auch unser nächstes Herz bekommen. Oh nee. Nee, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Ha ha ha!
das Ding einmal getriggert, dann ist hier aber ganz... Ich muss jetzt alles von vorn machen, oder? So, ich habe jetzt einfach mal bis zu diesem Punkt vorgezockt. Für euch ist immer noch dieselbe Aufnahme, aber für mich ist wieder ein komplett anderer Tag. Ja, hat ein paar Sachen zu erledigen. Naja, wie dem auch sei, ich habe herausgefunden, dass man mit der Sphinx sprechen kann. Und wenn man die Frage, wo er noch nicht war, also in welchem Land er noch nicht war, richtig beantwortet, was man mit Pilzkönigreich beantworten muss, da war er nämlich noch nicht anzutreffen, dann gibt er einem ein, ja, so ein Kronenherz, dass man halt 6 Leben hat. Ja, das war's auch schon. Also, let's go. Machen wir weiter. Und, oh, shit. Und ich hatte beim letzten Mal gesehen, dass ich das Dingen gar nicht wirklich getroffen habe. Dieses Teil in der Mitte. Ah, anders als jetzt die beiden Male. Das gibt es nicht. Also hier braucht man echt ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal absichtlich. Ich glaube, das soll man sogar absichtlich machen. Oh mein Gott. Boah, das ist knapp. Um die Viecher wegzumachen. Ja. Hätte mir früher auffallen können. Hey, wie soll man jetzt da rankommen? Oder muss man hier weiter vor? Hä? Ach so, oder ist das über dem Abgrund? Ja, man muss wirklich ganz weit vor. Alles klar. Okay. Ja, ich werde mich da ganz langsam vorarbeiten. Ich habe... Oh mein Gott. Alles klar. Ich weiß tatsächlich nicht, wie die Stelle gehen soll, weil die scheint etwas schwer zu sein. Ach, komm schon. Naja, ich würde sagen, bis gleich. So, guten Tag. Also ich habe gerade mal die Taktik mit dem Sofort-Auslösen probiert. Absolut keine gute Idee. Absolut nicht. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir es jetzt hinbekommen mit diesem mit dieser Challenge. Weiß auch gar nicht, kann man das überhaupt so machen? Oder muss man sich direkt da hochschwingen? Ich weiß es nicht. Boah. Ich weiß nicht, ob ich mir das Herz holen werde. Denke ja nicht. Ich denke eher nicht. Alles klar. Oh. Das wird allerdings etwas, ja, lustig. Das wird lustig.
Ja gut. Let's go. Kann man? Ja, kann man. Schön. Nein, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Hau ab. So. Ein Herz. Das kann es nicht sein. Kriegen wir neue Herzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Alles klar. Das nochmal. Dann geht's los. Oh, was? Oh, wir haben Herzen aufgefrischt bekommen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Weil, naja, man hat ja davor auch schon ein paar Dinger bekommen. Oh, Kacke. Alles klar, man muss sich anscheinend ein paar Mal umdrehen. Ja. Also, so ist auf jeden Fall der safe Weg. Vielleicht muss man es auch nicht machen, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, bevor ich noch ein Herz verliere. Ist ja peinlich, sowas. Nein. Ja, wahrscheinlich muss man einfach immer weiter rennen. Einfach immer weiter rennen. Und, die ganze Zeit Y spammen. Ja. Was wird das? Sind wir schon durch? Ja, anscheinend. Boah, ey, dass ich so gestruggelt habe bei diesen einfachen Aufgaben. Ist ehrlich gesagt ein bisschen peinlich. Aber ich denke, es hat Spaß gemacht beim Zusehen. Okay, jetzt schauen wir noch hinter das Gebäude. Wir beide haben es ganz schön weit gebracht, ja. Da sagst du was, Cappy. Vor allem nach, wie vielen Jahren waren es jetzt? Ich glaube, das Spiel ist von 2017, ne? Nach 3 Jahren. Nach 3 Jahren habe ich endlich dieses Spiel durch. Eigentlich traurig. Weil als Kiddie habe ich jedes Spiel instant durchgesuchtet. Aber hier musste ich das ganze Jahr noch aufnehmen und das hält mich immer so ein bisschen zurück. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist eigentlich sehr schade, weil mir das Aufnehmen auch sehr viel Spaß macht. Das Schneiden der Videos erst recht. Wobei das Schneiden ist jetzt nicht so toll. Da gibt es nämlich nicht so viel. Man drückt Start und Stopp dann. Muss man jetzt nicht so viel wegschneiden. Aber trotzdem, das Aufnehmen macht immer sehr viel Spaß. Das Zocken auch. Und ich weiß einfach nicht, warum ich mich immer so davor scheue, was aufzunehmen. Naja. Wahrscheinlich, weil sehr viel oftmals nicht funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Dann fällt die Capture Card mal aus, dann funktioniert ein HDMI-Splitter nicht und so weiter.
ist auf jeden Fall oftmals sehr nervig. Aber es war eine schöne Reise, wie du schon sagst, Cappy. Es war wunderschön. Und ich bedanke mich auch bei jedem, der dabei gewesen ist. Aber irgendwo nimmt die schönste Reise auch ein Ende. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was zum Teufel? Du hast den Unsichtbarkeitssuit erhalten. Alles klar. Okay. Ich denke, das war's dann, Leute. Los, Mario, spring! Ja! Alles klar. Während wir uns hier noch die schöne Musik anhören, würde ich sagen, ich sag noch ein paar Worte. Und zwar hatte ich zu Anfang meines Let's Plays eine Liste gemacht und die wollte ich einfach mal ganz schnell abarbeiten. Das erste, was ich erwähnt hatte, waren coole Verwandlungen. Und die haben wir tatsächlich bekommen. Das hat man ja schon im Trailer gesehen, dass man sich in einen T-Rex verwandeln kann, aber das war eines der Highlights. Und dann nochmal Bowser, was sehr überraschend kam, also eine echt nice Idee von Nintendo auf jeden Fall. Wobei, war zwar naheliegend, aber dennoch extrem nice. Das waren auf jeden Fall die beiden Highlights für mich. Auch die Verwandlung in den... Ich weiß jetzt nicht mehr, was das genau war. In den Dino, der auf jeden Fall so gleiten konnte. Das war auch mega cool. Also, dass man sich nicht nur in Gegner verwandeln konnte, sondern dass man, ja, sich auch in freundliche Charaktere verwandeln konnte. Zum Beispiel auch Yoshi. Das war auch mega nice. Das hat nochmal dieses Konzept von Yoshi-Reiten überarbeitet, dass man tatsächlich wirklich Yoshi ist und dann auch Schaden nimmt, wenn man getroffen wird. Nicht, dass man auf Yoshi sitzt und der dann einfach wegrennt. Das hat somit viel besser ins Spiel gepasst, als wenn man das jetzt anders gemacht hätte. Die abgedrehten Szenen, die ich mir erhofft habe, kamen leider nicht wirklich. Außer halt in New Donk City mit den Menschen, wo Mario überhaupt nicht reingepasst hat. Wobei zu Anfang, in New Donk City, wo man angekommen ist, dachte man sich schon, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich dachte, ich wäre in der Stadt, wo man erst die Stadt befreien musste. Da fuhren ja da so Panzer rum und so weiter. Und das kam auch sehr überraschend. Und da hat man sich auch schon gefragt, was geht hier eigentlich ab? Auch die Endszene mit Bowser, wo er sich mit Mario und Peach streitet, war sehr lustig. Hat mir sehr gut gefallen. Die stimmige Musik, ja, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Die hören wir jetzt gerade im Hintergrund. Und die Musik in dem in der Waldwelt, die hat mir mega gut gefallen. Also, das war, ja, mit der beste Song aus dem Spiel, finde ich. Eine stabile Framerate haben wir ebenfalls bekommen. Also ich habe zumindest nicht wirklich Einbrüche gemerkt. Und wenn es Einbrüche gab, dann war es von meiner Seite aus, denke ich. Also er hat irgendwas mit dem Equipment oder mit dem Schnitt irgendwas nicht so ganz hingehauen. Aber auf jeden Fall sauber gemacht von Nintendo. Auch dass der Regen HD war und nicht zwischendrin ist irgendwie körnig aussah, fand ich auch mega gut. Immerhin ist es ziemlich schwierig, Regen vernünftig darzustellen und auch die Regeneffekte an der Kamera waren ziemlich nice.
Das nächste, was ich in der Liste hatte, waren einfallsreiche Aufgaben zum Monden. Und ich muss sagen, ich habe vorher gedacht, die Monde funktionieren ein bisschen anders. Also, dass die quasi wie die Sterne sind. Nur, dass sie vielleicht ein bisschen seltener sind oder genauso selten. Aber die Monde kamen ja echt ziemlich häufig vor. Und ja, es waren halt dann so Mini-Aufgaben meistens. Und dass es dann nochmal die Dreiermonde gab für größere Aufgaben, war auch sehr cool. Auch die einfallsreichen Aufgaben zu Monden gab es ziemlich häufig. Zum Beispiel das Wettrennen mit den Koopas, irgendwie am Strand, Volleyball spielen. Dann auch nochmal das Rennen gewinnen in der Eiswelt. Das hat mir mega gut gefallen, als man diese Robbe da übernehmen musste. Das war ziemlich nice. Also das war echt cool überlegt von Nintendo. Das war auch mit einer meiner Lieblingsaufgaben, muss ich ehrlich zugeben. Und gut strukturiert war das Spiel ebenfalls. Man musste halt eine gewisse Anzahl an Monden sammeln und konnte dann zu den Welten bzw. zu den Ländern. Auch wenn die jetzt nicht so ganz zusammengepasst haben, aber ich fand die Themes cool. Die Strandwelt, dass man auf den Mond konnte, das Bowserland war ziemlich cool und auch diese, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hieß, aber auf jeden Fall diese Welt mit diesem giftigen Gewässer drumherum. Oh, diese Insel. Genau, die einsame Insel. Das war's. Und auch die Insel mit dem Drachen. Das war auch mega nice. Ich hatte mir ja auch eine gute Umsetzung der Gegnerkontrolle gewünscht. Was auf jeden Fall nice war, dass die Gegner, die man übernehmen konnte, die wurden kreativ umgesetzt, also in kleinere Aufgaben eingebunden. Und ich hatte ja auch gesagt, dass die Verwandlungen das Spiel nicht so sehr vereinfachen sollen. Der T-Rex und Bowser waren zwar schon ziemlich stark, allerdings konnte man die nicht die ganze Zeit spielen, sondern nur für eine kleine Passage, beziehungsweise für eine bestimmte Passage. Und das hat auch mega gut ins Spiel gepasst, sodass man das Gefühl hatte, man ist mega OP, nichts kann einen aufhalten. Aber es war halt auch nicht zu lang, wenn man versteht, was ich meine. Aber das Highlight, was ich mir auf jeden Fall gewünscht habe, war die große Überraschung, die es, keine Ahnung, zum Schluss oder zwischendrin gibt. Ich hatte als Beispiel die World Bowser genannt, die es in Super Mario 3D World gab. Und ich wurde auf keinen Fall enttäuscht. Das Pilzkönigreich war so gut implementiert, nicht nur, weil es einfach absolut geflasht hat und die Monde dann hinterher zu Sternen wurden und man einfach dieses Retro-Feeling hatte, sondern auch, wenn man vorher einen kurzen Einblick von der Welt bekommen hat. Man konnte ja in das Bild springen, bei der, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, sorry, dass ich nicht mehr weiß, wie die ganzen Welten heißen, auf jeden Fall die Welt mit dem Essen, da konnte man in so ein Bild springen und hat dann von so einer kleinen Insel aus das Pilzkönigreich gesehen und dachte sich schon so, boah, das wird nice. Wurde richtig gehypt nochmal gegen Ende des Spiels. Und es war einfach nur schön. Wie dem auch sei, die meisten Punkte von meiner Liste, wenn nicht sogar alle, wurden abgearbeitet von Nintendo. Es war ein sehr schönes Spiel. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel zu zocken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Projekt wieder dabei seid. Bis dann und ciao. Freedom like you never knew.